Ich möchte jetzt hier auch für den Hochsatzsteller das Mittelwertmodell angeben, bei dem man kombiniert den diskontinuierlichen und den kontinuierlichen Betriebsmodus betrachten kann. Das heißt, tatsächlich werden wir hier die Schaltung wieder für Mittelwerte haben. Eingangsspannung UE-Mittel, unsere Induktivität mit dem mittleren Strom IL-Mittel und Schalter und Diode jetzt ersetzen durch zwei gesteuerte Quellen. Das heißt, wir werden hier den Schalter wieder ersetzen durch eine gesteuerte Stromquelle mit dem Wert IS-Mittel. Und zwar gleich wie beim Tiefsatzsteller wird jetzt hier der Wert sein, IS-Mittel ist gleich D-Mittel durch D-Mittel plus D2-Mittel. Und unsere Diode wird ersetzt durch eine gesteuerte Spannungsquelle mit UD-Mittel ist gleich D-Mittel durch D-Mittel plus D2-Mittel mal in diesem Fall UA-Mittel, was jetzt hier die Ausgangsspannung ist über dem Ausgangskondensator und dem Lastwiderstand. Und dann können wir hier nämlich genauso wie beim Tiefsatzsteller ein Simulationsmodell ableiten. Das heißt nochmal zusammengefasst, UD-Mittel, D-Mittel durch D-Mittel plus D2-Mittel mal in diesem Fall UA-Mittel, IS-Mittel wiederum D-Mittel durch D-Mittel plus D2-Mittel mal IL-Mittel und D2-Mittel wird jetzt folgender Ausdruck sein, 2 mal IL-Mittel mal L mal F geteilt durch jetzt UE-Mittel mal D-Mittel und vom Ganzen wird dann noch D-Mittel abgezogen. Das heißt tatsächlich der einzige Unterschied, der jetzt eigentlich besteht zum Modell beim Tiefsatzsteller ist, dass wir hier bei UD-Mittel jetzt UA drin hatten. Das hatten wir aber auch schon beim normalen Hochsatzsteller-PWM-Switch-Modell bzw. diesem Mittelwertmodell. Und dass wir jetzt bei D2 hier UE-Mittel haben. Im Tiefsatzsteller stand dort UE-Mittel minus UA-Mittel. Ansonsten ist dieses Modell nun wieder genau gleich. Das heißt, was wir nur machen müssen, ist, wir müssen als zweite Bedingung einführen, das Tastverhältnis D2-Mittel, das heißt hier auch die Leitdauer der Diode, begrenzt wird zwischen 0 und 1 minus D-Mittel. Und ansonsten 0 ist oder 1 minus D-Mittel. Das heißt, wenn wir das machen, ähnlich wie beim Tiefsatzsteller, können wir auch damit hier ein Simulationsmodell aufbauen, was automatisch zwischen dem CCM- und DCM-Modus wechselt. Schauen wir uns das in der Simulation an. Dann habe ich hier diese Simulationsmodelle wieder, das heißt auf der linken Seite wieder ein geschaltetes Modell, auf der rechten Seite jetzt hier ein Mittelwertmodell und wir sehen tatsächlich die Anordnung von Stromquelle und Spannungsquelle ist hier anders, aber die Ausdrücke hier auch wieder D-Mittel geteilt durch D-Mittel plus D2-Mittel mal jetzt hier UA-Mittel und hier D-Mittel geteilt durch D-Mittel plus D2-Mittel mal IL-Mittel und hier wieder die Begrenzung des Tastverhältnisses auf Werte zwischen 0 und 1 minus D-Mittel. Und dann schauen wir auch hier, was passiert jetzt, wenn wir hier eine transiente Simulation durchführen und wenn wir diesen Übergang haben, wieder vom kontinuierlichen zum diskontinuierlichen Betriebsmodus. Dann habe ich auch hier wieder diese Zeitverläufe. Wir sehen schon auf den ersten Blick, okay, der blaue und der rote Verlauf, die liegen wieder gut übereinander. Das heißt, hier auch wieder der rote Verlauf rechts von dem Mittelwertmodell, der blaue Verlauf links von dem geschalteten Modell und wir sehen, wenn wir hier auch wieder reingucken, okay, tatsächlich bei diesem Hochlaufvorgang zu Beginn wieder im kontinuierlichen Betriebsmodus, dann geht das hier in den diskontinuierlichen Betriebsmodus. Wir kriegen auch hier wieder ein automatisches Wechseln dieses Modells. Das heißt tatsächlich dasselbe Modell aus diesen gesteuerten Quellen ist in der Lage, auch hier, wenn wir nur diesen zweiten Faktor D2-Mittel einführen, korrekt die Vorgehensweise inklusive das Wechseln zwischen den Betriebsarten zu beschreiben und wir können dann das auch benutzen, um zum Beispiel jetzt Bode-Diagramme abzuleiten. Das wollen wir jetzt mal an dem Beispiel machen. Das heißt tatsächlich, wenn wir nochmal gucken, sehen wir hier, wir haben jetzt eine sprungförmige Änderung wieder des Tastverhältnisses. Man sieht hier schön sozusagen diese PT2-Sprungantwort mit Überschwingen. Tatsächlich sieht man noch was Interessantes. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehr genau auf der Simulation sieht. Vielleicht kann man es ganz leicht erahnen. Ich gehe nochmal ein bisschen raus. Ja, man kann es ganz leicht erahnen. Vielleicht, wenn man hier nämlich den Spannungsverlauf genau betrachtet, sieht man, dass hier die Spannung zuerst nach unten geht, bevor sie nach oben sich einschwingt. Das heißt, tatsächlich sieht es zwar so aus wie eine PT2-Sprungantwort,
Aber im ersten Moment reagiert hier das System mit einer Abnahme der Ausgangsspannung, wenn das Tastverhältnis größer wird. Tatsächlich findet hier eine Vergrößerung des Tastverhältnisses statt. Und das, wenn man sowas sieht, deutet immer darauf hin, dass wir eine Nullstelle in der rechten Halbebene haben. Das sind Systeme, die im ersten Moment nämlich in die falsche Richtung reagieren, nicht minimalphasige Systeme, die also eine größere Verzögerung haben zwischen Ein- und Ausgang als die, die eigentlich sein müsste, um dasselbe Übertragungsverhalten zu erreichen. Und diese sind dann manchmal schwerer zu regeln, weil wir im Prinzip eine größere Phasenverschiebung haben, als wir Jetzt auf wollen den wir das ersten ummachen auf Blick den annehmen würden. Diskontinuitätsmodus und dabei den Lastwiderstand deutlich größer machen. Und dann simulieren wir nochmals. Und dann haben wir hier auch wieder den Sprung bei 20 Millisekunden. Man sieht sehr schön, okay, hier ist es sozusagen eingeschwungen, da passiert nicht mehr viel. Und wenn wir jetzt hier wieder stoppen, das geht tatsächlich noch weiter so, aber wir hören jetzt mal auf mit der Simulation. Dann sehen wir auch hier ähnlich wie bei dem Tiefsetzsteller, dass wir tatsächlich jetzt hier so den Beginn einer PT1-Sprungantwort kriegen, wenn wir wieder diesen Wechsel haben vom kontinuierlichen in den diskontinuierlichen Betriebsmodus. Das heißt, tatsächlich auch hier ändert sich mit dem Wechsel des Betriebsmodus die dynamische Charakteristik dieser DC-DC-Wandler.